Herr Walter Borjans in Düsseldorf, noch einmal dazu, dass ja Herr Klinger wirklich wegen Corona, sagt er selber, wegen der Corona-Krise seinen Arbeitsplatz verloren hat. War es das wert? Denn man hat die Corona-Regeln beschlossen und das hat eben jetzt drastische Folgen. Können Sie, Herrn Klinger, sagen, okay, das nehmen wir in Kauf, dass Ihr Job weg ist für die Corona-Regeln? Also erstmal machen beide auf mich, Herr Klinger und Frau Graf, den Eindruck, dass sich hier Arbeitgeber auch dahinter verstecken, dass es Corona gibt. Und das erleben wir ja, dass im Augenblick das, was man schon länger vorhatte, jetzt mal offener oder mal versteckter auch mit Corona verbunden durchgezogen wird. Und die Art und Weise, wie in beiden Bereichen die Kündigungen vollzogen worden ist, die ist schon mehr als fragwürdig. Darauf können wir uns ja sofort einigen. Aber es geht natürlich darum, in der Logistikbranche gab es drastische Probleme in den vergangenen Wochen. Jetzt ist die Frage, wird Herr Klinger hier zu Recht geopfert? Und ja, nicht nur in der... Ja, nicht, Herr Klinger wird nicht geopfert, sondern es geht jetzt darum, dass man erstens, dass die Unternehmen, in denen er zum Beispiel arbeitet, gerade Logistik, wieder anfahren. Die sind natürlich diejenigen gewesen, die dann, wenn Wirtschaft stillsteht, dann steht auch Transport still. Wir müssen auf der anderen Seite aber sagen, Deutschland hat es bislang sehr gut geschafft, durch diese Krise auch gesundheitlich zu kommen. Wenn wir das nicht so geschafft hätten, gucken Sie mal nach Spanien, gucken Sie nach Italien oder gucken Sie jetzt in die USA, dann wäre die Frage, wer hier wen opfert, noch deutlich größer. Wir haben immer eine schwierige Abwägung, das ist die Aufgabe von Politik, zu sagen, wir wollen die Ausbreitung dieser Erkrankung verhindern, dieser Infektion, dieser Pandemie. Das ist bei uns bisher gut gelungen, deswegen kann ich nur alle auffordern, jetzt nicht nachzulassen, auch in der Vorsicht. Auf der anderen Seite hat das unsere Wirtschaft zum Stillstand gebracht. Und zwar nicht nur in der Logistik, sondern auch in vielen Bereichen des Reisegewerbes. Es gibt Busunternehmen, die waren nie krank. Die hatten immer ein gutes Geschäft seit Generationen. Und das fällt jetzt aus. Und die sind auch nicht irgendwo, die wären auch nicht sonst aus anderen Gründen vom Markt gegangen. Die müssen wir einfach schnell wieder lebensfähig machen. Das kostet enorm viel Geld. Es gibt dazu keine vergleichbaren Methoden, wie wir das bisher gemacht haben. Und trotzdem bekommen wir ja doch durchaus eine positive Resonanz auf das, was wir bis jetzt in die Wege geleitet haben.